ist ein Jump'n'Run-Game, extrem schwierig. Und einfach starten wir rein. Ist extrem schwierig. Wir können uns mal kurz die Challenges angucken. So, Start, fangen wir einfach mit dem ersten Level an. So, Leute. Sieht ja noch ganz einfach aus. Man hat hier so einen Jumpscore. Man darf nicht über 35 kommen, sonst stirbt man. So, ich weiß jetzt schon aus Erfahrung, weil ich das ja programmiert habe, dass das hier eine Fake-Plattform ist. So, man darf natürlich auch nicht runterfallen. Man muss den Bildschirm selbst bewegen mit dem Mauszeiger. Da muss man auch vorsichtig sein, dass man sich selbst nicht rausrollt, weil wenn man außerhalb des Bildschirms ist, stirbt man auch. So, und so. Gut, und dann hier, bam, 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 springen. Und das ganze Spiel ist auch so konzipiert, dass man, natürlich sollte man so versuchen, so viele Sprünge wie möglich zu erreichen, wenn man gut sein will. Aber es ist halt auch so gedacht, dass du Hindernisse, in denen du nicht so gut bist, einfach so hier überspringen kannst. Wie ich zum Beispiel in dem hier. In diesem Hindernis bin ich grottenschlecht. Und weil ich in den anderen Hindernissen ein bisschen an Springen gespart habe, konnte ich das jetzt überspringen. Level abschließen. Erstes Level. Das haben auch schon viele nicht geschafft. Das habe ich auch nur geschafft, weil ich schon drin war. Zweites Level. Okay. Hier sind wir jetzt schräg. Wir müssen aufpassen. Weil die Sache ist, das hier ist so ein Viereck. Müsst ihr euch die Figur als Dreieck. Das hier ist auch eine Fake. Ihr müsst euch das hier so, das müsst ihr euch als Quadrat vorstellen. Und dieses Quadrat ist halt, egal was davon ist, alles ist hier Box. Das bedeutet, wenn das hier, das böse berührt, zum Beispiel das, oder hier, das ist auch so eine viereckige Hitbox. Wenn das hier berührt, bin ich tot. So. Und. So. Sind wir hier. Hier weiß ich aus, dass hier eine Fake-Plattform ist. Wenn ihr das spielt, wisst ihr ja nicht mal, wo die Fake-Plattformen sind. Und ich bin halt Noob und trotzdem, ich bin noch nicht über das dritte Level hinausgekommen. So, ich weiß auch, dass das hier eine Fake-Plattform ist. Weil ich habe das Spiel halt programmiert. Da weiß man halt, wo die Fake-Plattformen sind, weil man musste sie ja dahin stellen. Weil ich sowas hier mal wieder nicht kann, überspringe ich es und Level abschließen. Bis hier noch ganz easy. Aber ich habe es bisher noch nie über das dritte Level hinaus geschafft. So, das wird jetzt schwierig. Beim dritten Level werden die Sprünge so ein bisschen zu wenig. Also, da musst du halt wirklich an Sprüngen sparen, weil du sonst stirbst, weil du zu viele Sprünge verballert hast. Wenn du da, weil es gibt ja dieses eine Hindernis, das ich nicht kann. Und das möchte ich halt dann immer gerne überspringen. Und da muss ich halt an Sprüngen gespart haben dafür. Deswegen habe ich das hier zum Beispiel, das kann ich auch nicht. Aber das ist einfacher als das Hindernis, weil bei dem Hindernis, das ich nicht kann, da musst du wirklich, es ist extrem hart, wenn du da keine Sprünge verwendest. Und deswegen mache ich das hier, weil es einfach für mich ist, das hier zu bestehen, als das andere zu machen. Deswegen, bam und bam. Auch wenn man dabei extrem oft stirbt, das ist extrem frustrierend sein kann, Leute. Wirklich. Und auch diese traurige Musik, sie macht einen nach einer Zeit so kürre. Aber generell jede Musik in diesem Spiel macht euch kürre nach einer Zeit. Vor allem, ich habe die Musik auch genau so geplant, dass sie halt so ein bisschen vom Spiel ablenken soll. Dass ihr euch so ein bisschen in der Musik verliert, könnte man sagen. Damit ihr halt nicht mehr daran denkt, wo zum Beispiel Fake-Plattformen sind. Jetzt gibt es hier zum Beispiel sowas hier, das meine ich jetzt explizit noch gar nicht. Oh, das war eine Fake-Plattform, ich bin dumm. Ja. Auch mir passiert es manchmal, Fake-Plattformen reinfallen, auch wenn ich dieses Spiel programmiert habe. So. So und. So, dann versuchen wir mal ohne Sprung hinzukommen. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen einfach aus, aber ich kann euch sagen, oh, jetzt bin ich in die Hitbox des Feuerdings nicht gekommen. Aber ich kann euch sagen, es ist überhaupt nicht einfach. Wirklich. Das Spiel ist schwer. Und ich finde es cool, dass ich ein so schwieriges Spiel programmiert habe. Und ich werde bestimmt auch irgendwann mal noch mehr Level hinzufügen. So, wir 10. Wenn ich mir erstmal gedacht habe, 10 ist schon mal eine coole Zahl. Genau. Und ich habe mir gedacht, ich könnte noch mehr Level machen. Vielleicht mache ich in Zukunft mal mehr Level. Vielleicht mache ich auch so ein paar Special Level, so zu Weihnachten, Halloween oder so. Keine Ahnung. I mean, wieso sollte ich es nicht tun? Spricht jetzt. Oh, ich bin so dumm. Spricht ja nicht wirklich etwas dagegen. Genau. Hup und. Hup und. Lapp. Natürlich. Ich habe euch vorgewarnt, dass ich schlecht bin. So, ich habe euch vorgewarnt. So.
Aber ich kann euch sagen, ich liebe dieses Spiel. Apropos, ich sollte vielleicht nebenbei wieder den Live-Chat laufen lassen, den ich gerade die ganze Zeit aus hatte. Aber es hat niemand reingeschrieben. Es ist auch gerade niemand wirklich online im Stream. Naja, apropos, guckt gerne mal vorbei. Ich werde daraus sicher ein Video machen. Ich streame auch ganz gerne mal. So, hier und zack. Und zack. Und ab hier schaffe ich sowieso nicht weiter. Ah, ich bin auf jeden Fall schon mal schlechter als in der Runde davor. In der Runde davor habe ich hier 10 Sprünge gehabt. Oh, nochmal. Drittes Level. Super und Prep und Super Dike. Ich sag euch, es ist nicht einfach, dieses Spiel. Es ist nicht einfach. So, okay, jetzt habe ich hier 11 Sprünge. Jetzt bin ich nur 1 schlechter als ich es vorher war. Okay. Oh, ich bin so dumm. Wieso springe ich denn immer aus der Welt raus? Wie gesagt, ich habe es bisher noch nicht über das dritte Level hinaus geschafft. Ich habe zwar die Hindernisse einzeln getestet, dass sie auch einzeln auch wirklich möglich sind. Deswegen weiß ich auch schon, welche Hindernisse ich gut kann und welche nicht. Aber ich habe die halt nie im Zusammenhang gespielt, weil ich wusste, dazu müsste ich mein eigenes Spiel schaffen können. Ich meine, ich bin schlecht in diesem Spiel. Wie soll ich denn mein Spiel schaffen können, wenn ich schlecht in Jump'n'Run spielen bin? Ich scheitere ja schon an Mario oder sowas. Obwohl man da sagen muss, dass natürlich die alten Level auch gerne mal ein bisschen hart waren. Genau, hier. Hier ist dieser Punkt, ja? Zu viele Sprünge verbraucht. Das ist dieser Punkt, wo ich dann immer so ein bisschen struggle, weil ich wirklich den Sprung extrem sparen muss dafür. Weil ich das überspringen können muss. Ich habe auch schon aus Frust überlegt, da einfach noch mehr, Sprünge hinzuzufügen. Aber ich finde das halt doof, dass wenn nur weil ich es nicht schaffe, es einfach höher zu machen. Weil ich weiß ja, es ist möglich. So, hier könnte ich jetzt 10 Sprünge haben anstatt. Und ich könnte sicher auch weniger haben. So, das ist halt nur, weil ich schlecht bin. Und zack. Und zack. Und ab hier versuche ich mal zu überspringen, aber ich glaube, das ist eine schlechte Idee, aber egal. Ich meine, ich hatte ja auch an diesem Punkt schon mal nur 10 Sprünge. Und hier auch. Das geht alles besser. Und wenn man das macht, dann wird das so. Perfekt. Und ja, das ist halt so. Natürlich, ich habe auch so eingestellt, dass man jedes Level spielen kann, das man möchte. Gleichzeitig, weil ich mir denke, wieso sollte ich die Leute an Level binden, die für sie leicht sind? Aber oh, wieso springe ich denn raus? Aber okay, ich möchte euch nur kurz zeigen, wieso. Guck mal zum Beispiel bei diesem Level. Hier musst du direkt am Anfang, bevor das Level wirklich geladen ist, etwas machen im Springen. Und zwar im richtigen Moment. Du musst genau im richtigen Moment springen, um nicht direkt getötet zu werden. So, oder hier auch so. Hier kommt dieser Teil so. Und dann sammelst du den Chris auf. Hier sind halt schon Mechaniken dazugekommen, ja. Aber du stirbst halt trotzdem die ganze Zeit so. Dieses Spiel ist nicht einfach. Und es ist auch nicht einfach sein. Ich habe nie gesagt, dass es einfach ist. Ich finde es gut, wenn Spiele schwierig sind. Frustriert, aber es ist halt auch, es macht halt auch, dass Leute es spielen, so, wenn du ein Spiel direkt schaffst, okay, cool, fühlt sich schon cool, aber es gibt halt auch einfach Leute, die wollen ihren Skill beweisen und für solche Leute gibt es meiner Meinung nach deutlich zu wenig Spiele, so, genauso, es gibt ja viel zu wenig scharfes Essen, es gibt viel Scharfster, der auch sagt, er wäre scharf, der aber nicht wirklich scharf ist. Es gibt viel Stuff. Was? Nein, ich wollte dieses Level nicht spielen. Jetzt versuche ich es einmal. Und sterben natürlich direkt. Vielen scharfen Stuff, aber dieses scharfe Stuff, Leute, ist nicht scharf. Es steht drauf, aber es ist nicht scharf gemacht, weil es ja an die Menge angepasst werden soll. Und das sind halt so Dinge. Ich finde das gut, aber ich finde halt auch, es sollte Dinge für Leute geben, die gerne scharf essen. Weil Leute, die gerne scharf essen, existieren. Ich existiere zum Beispiel so. Und genauso finde ich, sollten auch Dinge existieren für Leute, die gerne Skill beweisen.
Und da ist natürlich ein richtig schwieriges Spiel. Ich meine, wirklich, ich kenne bisher kein schwierigeres Spiel. Ich will nicht so dreist sein und sagen, dass das mein Spiel das Schwierigste ist. Aber ich will auch nicht sagen, dass dieses Spiel leicht ist, weil das wäre sowas von gelogen. Meine kleine Schwester, wie gesagt, eine 9,5 an Schwierigkeitsstern hat die dem gegeben. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen, meine kleine Schwester spielt so oft solche Spiele. So oft. Und trotzdem gibt sie diesem Spiel eine 9,5 von 10 Sternen an Schwierigkeit. Das ist schon krass. Dieses Spiel ist schon schwer, finde ich. Und ich glaube, das finden viele. Weil ihr müsst euch vorstellen, das hier ist das dritte Level. Da kommen noch 7 weitere Level. Jedes einzelne schwerer als das hier. Das ist so krass, ey. Oh, komm schon. Jetzt Start, 3. Okay, nochmal. Nein! Ich hasse es, wenn ich aus Versehen die ganze Zeit auf W drücke, dann bleib ich halt kurz an der Stelle. Ist halt nicht gut. Man muss halt auch in der richtigen Zeitstelle drücken. Super Mike, Super Mike, Super Mike, Super Mike, Super Mike. Ja, dieses Spiel kann schon aggressiv machen. Im Übrigen die Texturen aller KI-Designs, außer die Schrift hier und der Skin. Sonst sind hier alle Texturen KI generiert, weil ich keine Texturen machen kann. Also die habe nicht ich gemacht. Und die Musik ist natürlich aus der YouTube-Datenbank. Ich komme hier immer nicht über 11. Denn an solchen Punkten versucht man denn so aus Frust einfach mal das nächste Level, ja? Denkt sich ja, vielleicht ist das ja einfach, vielleicht hat man ja einen Fehler gemacht. Aber Leute, das hier ist definitiv nicht einfach. Wenn man hier leichter festbackt an diesen Dingern, die passen aber auch absichtlich da, damit man halt nicht einfach nur da ran kommt, damit man wirklich so hier machen muss. So, okay. Dann ist das hier unten wieder eine Fake-Plattform. Muss man hier durch. Und das wird hier halt auch immer enger. Denkt man, okay, vielleicht ist ja nur das ein bisschen schwerer. Versucht man mal Level 5. Aber Level 5 sowieso. Teufel. So, Level 6, da hat man eine neue Fähigkeit. Du hast sogar 2 Leben und du bist ein bisschen schneller. Vielleicht ist es ja deswegen besser. Gucken wir doch mal. Wir sammeln einfach mal den Kristall ein, der unsere Sprünge auf und unser Leben auf 0 setzt. Hier müssen wir natürlich seitlich sein. Das heißt, wir müssen es jetzt erstmal wieder seitlich machen. So, damit wir überhaupt rein können. Jetzt gehen wir hier hin und bam bam und du bist tot. Ganz einfach. So, dann denkt man sich so, Level 7. Probieren, dann kann man ja mal ausprobieren. Aber kann man das ausprobieren? Das ist hier die Frage. Auch wenn ich gerade einen guten Lauf habe, aber das Level ist halt auch lang und dementsprechend sagt ein guter Lauf am Anfang gar nichts, wie gesagt. Und man hat ab dem Punkt mehr Sprünge. Da hat man, okay, vielleicht Level 8? Oh, nicht so eine gute Idee. Da wird blaues Feuer hinzugefügt. Ach nee, das war ja gerade Level 8. Vielleicht einfach mal Level 9, wo blaues Feuer schon existiert. Wo die Lava so ist, dass... Oh, jetzt habe ich aus Versehen Level 10 angeschaut. Hier, Level 9. Hier, ein Leben schon mal verloren. Du darfst jetzt also nicht mehr zum Beispiel hier hoch. Blaues Feuer tötet dich direkt. Macht direkt deine 2 Leben weg. Okay, ist hier geschafft. Aufpassen, diese Lava ist nicht so freundlich, wie sie aussieht. Sie geht nämlich teilweise auch extrem hoch. Wenn man natürlich nicht vorher stirbt. Dann denkt man sich, dann gibt man sowieso in den totalen Übermutwahnsinn über und geht zum 10. Und dann hat man sowieso verloren. Weil ganz ehrlich, 10 schafft man nicht. Ganz ehrlich. Also wer 10 schafft, Respekt. Ich versuche aber jetzt mal wieder weiter. 3. So. Bam. Bam. Jolene Bam. Julian Bam. Justus Boom. Nein! Okay. Bam. Julian Bam. Justus Bam, lass es krachen, wie ein Kassan. Ich sollte nicht singen, weil ich es nicht kann nennen. Und meine Stimme kratzt sich es nett. So, so und. Bam. Run. Slam. Tam. Bam. Ah. Nervös. Nervös. So. Bam. 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 Kämpfen gegen Renfen. Dieses Spiel. Komm schon. Nein, jetzt habe ich mich selbst aus dem Bild gemacht. So, ich habe mir selbst das Rampenlicht geschont, Leute. Geht ja wohl gar nicht. So. Und Rempala. Tempala.
Krempe. Und ich sag euch, ich hab halt really das Spiel programmiert, während ich noch programmieren gelernt habe. So, das ist so, das finde ich halt cool. Ich habe das Spiel ziemlich gut schnell programmiert, finde ich. Ich habe halt währenddessen, ich den ganzen Kram programmiert habe, selbst noch programmieren gelernt. Ich habe mir zwei Grundlagen-Tutorials angeguckt. Eins ging 3 Stunden, eins 20 Minuten. Dann habe ich mir später noch einmal ein Tutorial zu Animation angesehen, das wovon ich aber nur so 3 Minuten geguckt habe, weil ich danach verstanden habe, wie es funktioniert. Und dann habe ich mir noch, ich habe ja trotzdem keine Animation zu gucken, weil stellt euch mal eine Laufanimation, wenn der dann auf der Seite liegt, ist das ein bisschen komisch. Warte, was wollte ich jetzt sagen? Und ich habe mir für Szenen, damit ich verstehe, wie die sind, ein Video angeguckt, 3 Minuten, lustig. Und ja, da habe ich das ganze Spiel, glaube ich, während ich das Spiel programmiert habe, gemacht, ja. Und das war, ja, habe ich halt gemacht. Hat mir Spaß gemacht. Und das ist halt, so kann man Leute Dinge lernen, Leute. Ihr müsst es nur lernen wollen. Ihr müsst euch Zeit dafür nehmen. Ihr müsst es verstehen. Und dann schafft ihr das. Nur halt dieses Level, das schafft ihr, egal wie Zeit ihr euch nehmt, nicht. Weil es unmöglich ist. Okay, komm schon. So. Ich schwör, wie will man in dieses letzte Loch kommen? Ich weiß zwar, dass es geht, ich hab's ja ausgetestet, aber es ist extrem hart. Ich sag euch, Leute, wenn ihr beweisen wollt, dass ihr Skill habt, spielt das Spiel. Nur kann ich es euch halt nicht rüberschicken, leider. Aber wenn ich irgendwann mal eine Website habe oder eine Website haben kann, dann sage ich euch, ich werde dieses Spiel darauf geben. Einfach weil ich es toll finde. Und dann können Leute ja mal beweisen, ob sie Skill haben. Und wenn sie es mir beweisen wollen, dann müssen sie halt Videos dazu machen. Also sie müssen sie nicht hochladen, aber sie müssen auf jeden Fall ein Video dazu machen, damit ich einen Beweis habe. So, damit ich, wenn sie, jeder kann jetzt einfach sagen, ich habe dein Spiel auf Level 10 gespielt, ja, denn auf Vertrauensbasis, von Basis, blablabla. So, nee, Leute, das denkt ihr wirklich, ich glaube euch das, ich habe dieses Spiel programmiert, ich weiß, wie schwer das ist. Dieses Spiel ist nämlich extrem schwer. Komm, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte am Anfang überlegt, einen Modus zu machen, in dem es noch schwerer ist. Und wisst ihr, was in diesem Level gewesen wäre? Ihr wisst ja, was passiert, wenn man so ein bisschen schräg geht oder so. Also, dass es sein kann, dass man so ein bisschen schräg geht. Es gibt etwas ganz Einfaches, was du machen kannst. Und dabei ist halt, wenn du schräg gehst, auch die Welt und die Kamera schräg. Dafür muss ich die Kamera und die Welt einfach nur dem Spieler unterordnen. Ihr wisst nicht, Alter. Ihr schafft nicht ein einziges Hindernis, wenn das so ist. Wirklich. Also wirklich, egal wie gut ihr seid, schafft ihr nicht. Weil das ist wirklich nicht möglich. Tut mir leid. Nein. Das geht nicht. Es ist natürlich nicht möglich. Ich meine, wie wollt ihr das bewerkstelligen? Hm? Wie? Geht gar nicht. Dieses Spiel ist so schwer, Leute. Es ist so schwer. Wirklich. Aber ich kann euch allen empfehlen, mit dem Programmieren anzufangen. Also ihr müsst schon ein bisschen Geduld haben. Es ist jetzt nicht so... Ich meine, ich kann das hier programmieren, aber ich weiß längst nicht alles, was man programmieren kann. So. Man kann krasse Sachen programmieren. Ich weiß jetzt wegen Grundlagen, aber das ist nicht, dass ich selbst programmieren könnte. Außerdem braucht ein wirklich großes Spiel auch sehr viel mehr Zeit. Und alles. Also, um es zu meistern, müsst ihr echt viel Zeit aufwenden. Ich habe es ja selbst noch nicht gemeistert. Auch kein. Wenn ich hier drin Meister bin, dann seid ihr alle ein 7-facher Weltmeister. So ehrlich. Aber es macht Spaß zu programmieren, mich und deswegen ja. Ich würde aber auch sagen, dass da meine Stimme nicht mehr übersteht.